Willkommen zurück bei den besten Actionfilmen der Nullerjahre. So langsam hat sich das CGI wirklich als fester Bestandteil im Mainstream-Kino etabliert. Und auch die Comic-Verfilmungen bekamen nun ihren Boom. Und auch wenn viele die vielleicht nicht als Actionfilme ansehen, muss man leider sagen, dass Comic-Helden unsere Actionstars einfach abgelöst haben und handgemachte Action mehr und mehr zur Nische wurde. Außerdem wurde der Markt mit Mittelmäßigkeit überspült und klar kann man sich Filme wie Bad Company, Der Anschlag, The Tuxedo oder Showtime mal angucken, aber wenn die Credits durchgelaufen sind, hat man die Hälfte davon meist schon wieder vergessen. Einige werden sich vielleicht auch fragen, wo der erste Undisputed in der Liste bleibt, aber für mich ging die Reihe erst beim zweiten Teil los. Und damit genug gequatscht, lasst uns loslegen mit den besten Actionfilmen aus dem Jahr 2002. Die Resident Evil-Reihe zählt für mich zu dem Schlimmsten, was es da draußen gibt. Und das hat auch mehrere Gründe. Mit den Spielen hat das schon mal rein gar nichts zu tun. Mila Jovovich, so sympathisch sie auch sein mag, ist für mich eine der schlechtesten Schauspielerinnen, die es gibt. Ihr Mann, Paul W.S. Anderson, hat in seiner Karriere nur einen richtig starken Film gemacht und das ist Event Horizon. Und was mich am meisten nervt, ist eigentlich die Action, die entweder völlig zerschnitten und auf Pseudo-cool getrimmt ist oder voll von schlechtem CGI. Das alles ließ sich in dieser extremen Form allerdings noch nicht im ersten Teil absehen, der zwar auch nicht gerade gut gealtert ist, aber zumindest noch versucht, eine spannende und mitreißende Handlung zu erzählen. Man hat das Gefühl, hier ginge es noch um Menschen im Angesicht einer Zombie-Bedrohung und nicht um eine billige Lack- und Leder-tragende Matrix-Kopie. Danach wurde es aber eben genau das. Und damit man die Spielefans noch irgendwie besänftigt, hat man ein paar Cosplayer ans Set geschleppt, damit man ein paar bekannte Figuren einbauen kann. Wer Fan des Franchises ist, dem sei das auch völlig gegönnt. Für mich war das später nur noch Verschwendung von Zeit und Geld. Mein Platz 10. Resident Evil. Es fing mit GoldenEye so gut an und Pierce Brosnan war weiß Gott nicht die schlechteste Wahl für den neuen Bond, um eine Ära zu prägen. Allerdings wollte man auch hier mit der Zeit gehen und setzte auf Effekte, die schon sehr grausam anzusehen waren. Bond surfte zum Beispiel auf einem Autodach übers Meer und ist damit selbst zur Comicfigur geworden. Allerdings reißt eben jener Pierce Brosnan nochmal einiges raus und spielt den berühmtesten Geheimagenten mit der nötigen Raffinesse, dass man auch über einiges hinwegsehen kann. Halle Berry, die wir ja nun auch schon öfter hier dabei hatten, bekam nun die Ehre, ihren Astralkörper in Anlehnung an Ursula Andress in Goldfinger aus dem Wasser zum Strand zu bugsieren. Und im Grunde war das auch genau ihre Aufgabe in den meisten Filmen ihrer derzeitigen Karriere. Sie sollte einfach gut aussehen und am besten so wenig wie möglich anhaben. Nicht, dass mich das stören sollte, aber dass sie eigentlich auch schauspielern kann, hatte sie ja erst ein Jahr zuvor in Monsters Ball bewiesen, für den sie sogar den Oscar bekam. Ja, gut, Catwoman gab's auch und sie bekam im selben Jahr auch die Goldene Himbeere als schlechteste Darstellerin. Aber zumindest nahm sie es mit Humor. Mein Platz 9. James Bond, stirb an einem anderen Tag. Die another day. Wenn man sich diesen Cast mal zu Gemüte führt, möchte man meinen, dass der Film eigentlich gar nicht floppen kann und gespickt ist mit guten Dialogen und einer gewissen Tiefe. Herrschaft des Feuers ist aber nichts davon, sondern setzt auf brachiale Action mit Fantasy-Elementen und dem Charisma der Hauptdarsteller. Christian Bale und Matthew McConaughey sind hier definitiv das Highlight. Und vor allem McConaughey als beinharter Drachenjäger Van Zan ist mal eine schöne Abwechslung zu seinen sonstigen Rollen. Dennoch wollte das Ganze trotz Drachen nicht so recht zünden und der Film wurde in Deutschland nur in vereinzelten Kinos gezeigt.
Der Film wurde also ein Flop, der nicht mal seine Kosten wieder reinbekam. Geschadet hat's den beiden Schauspielgrößen scheinbar nicht. Und ja, Gerard Butler spielt auch mit. Aber der war für mich noch nie ein Anreiz, um sich einen Film anzusehen. Wer also Game of Thrones ohne das Game dahinter ansehen will und wissen möchte, wie es aussieht, wenn Drachen wirklich auf unsere Zivilisation losgelassen werden, der schaut sich meinen Platz 8 an. Die Herrschaft des Feuers. Rain of Fire. Es gab mal eine Zeit, da war Vin Diesel ein richtig angesagter Schauspieler. Heutzutage knurrt er mal drei Sätze in ein Lenkrad und spricht einen Baum. Für Triple X schlug er damals auch die Fortsetzung von Fast and Furious aus, da ihm das Drehbuch zu schlecht war und er kein Potenzial für ein Franchise darin sah. Tja, wir wissen ja nun, was daraus geworden und wer dafür verantwortlich ist. Ob die Drehbücher nun besser geworden sind, muss jeder für sich selbst entscheiden. Mit Triple X hat er zumindest damals nichts falsch gemacht, da der Streifen nicht nur wirklich gute Action zu bieten hat, sondern Vin Diesel auch endgültig in die A-Liga katapultierte. Wobei ich sagen muss, dass mir diese aufgesetzte Coolness doch schon etwas auf den Zünder geht. Und auch hier spielte er nicht in der Fortsetzung mit. Der Grund diesmal war aber das liebe Geld, von dem er scheinbar ein bisschen zu viel haben wollte. Stattdessen kam 2005 der Babynator. Auch eine absolute Perle für Actionfans. Nein, im Ernst, wer sich einfach nur bespaßen lassen will und nicht genug von Stunts und Explosionen bekommt, ist mit diesem Streifen gut bedient. Das X markiert also Platz 7. Triple X. In der Folge für 1998 hatten wir eine Comic-Verfilmung drin, die sich einiges traute und auch noch ein veritabler Achtungserfolg wurde. Kein Wunder also, dass man eine Fortsetzung drehte und kein geringerer als Guillermo del Toro saß auf dem Regiestuhl. Wesley Snipes war natürlich auch zurück in seiner Paraderolle und schnetzelte sich gewohnt rabiat durch Horden von Blutsaugern. Diesmal auch mit an Bord ist unser aller Lieblingsunterkiefer Ron Perlman. Klar, er und Del Toro sind ja auch Buddies und zwei Jahre später sollte er ja auch noch einer Comicfigur wirkungsvoll Leben einhauchen. Blade 2 gefällt mir persönlich sogar besser als Teil 1. Allerdings muss man schon zugeben, dass die Effekte mittlerweile schon sehr in die Jahre gekommen wirken. Und gerade bei Del Toro hat man da doch schon einen anderen Anspruch an Masken und praktische Effekte. Teil 3 und damit auch der letzte Teil dieser Reihe stieß zwei Jahre später dann aber auf noch weniger Nächstenliebe seitens der Fans. Und nun bleibt nur abzuwarten, was Marvel aus dem Stoff macht und wie handzahm das Ganze schlussendlich wird. Mein Platz 6. Blade 2. Blade 2. Und nochmal Christian Bale, der damals scheinbar einen Hieber auf Actionrollen hatte. In Equilibrium ist auch alles super stylisch und man hat das Gefühl, Matrix wäre eine Liaison mit Hardboiled eingegangen und raus kam dieser Sci-Fi-Actioner. Aber was will man machen? Es funktioniert halt und das nicht nur optisch. Die Geschichte rund um eine Welt in der Zukunft, in der alle Emotionen durch ein Mittel unterdrückt werden, ist sogar richtig gut und hat auch da Parallelen zu großen Klassikern wie Metropolis und Fahrenheit 451. Der große Hingucker sind aber nun mal die Actionsequenzen, in denen sich die Protagonisten im feinen Zwirn oder Lack- und Ledermontur die Kugeln um die Ohren feuern. Zeitlupen sind natürlich Pflicht und wenn schon von Gun-Fu die Rede ist, muss das Ganze natürlich auch überchoreografiert werden. Salto, Drehung, Purzelbaum und dazu fetten Techno-Sound. Gedreht wurde das Ganze auch in Berlin, was uns natürlich auch immer freut. Kleiner Spoiler, Sean Bean spielt auch mit. Mein Platz 6. Equilibrium. Und da ist er endlich. Ganz alleine und weit und breit keiner da, der ihm die Show stiehlt.
Der Ex-Profi-Turmspringer und Model wurde 1998 von Guy Ritchie entdeckt und für Bube Dame König Gras direkt ins kalte Wasser geworfen. Aber das kannte er ja offensichtlich schon. Nach ein paar weiteren kleineren Rollen gab ihm Luc Besson nun 2002 die Möglichkeit einer Hauptrolle. Und die sollte es wirklich in sich haben. Martial Arts Kultregisseur Corey Yuen übernahm die Choreografien der Kämpfe. Und da Statham selbst jahrelange Erfahrung im Kampfsport hatte, brauchte auch kein Double herzuhalten. Der erste Transporter macht auch richtig Spaß. Und Statham wirkt ein wenig wie aus der Zeit gefallen. Wäre der Mann bereits in den 80ern auf der Matte erschienen, hätte er mit Sicherheit bei den ganz Großen mitgemischt. So sollte sich in den folgenden Jahren auch sein Rollenbild festsetzen. Und wenn man ehrlich ist, spielt er in jedem Film denselben Typen. Seine Fans wird's wohl kaum stören. Und wir werden ihn mit Sicherheit ab jetzt öfter hier zu sehen bekommen. Mein Platz 4. The Transporter. Wieder ein Wuxia-Film und wieder einmal ist Jet Li ganz vorne mit dabei. Hero ist dabei einer der Streifen, der im Fahrwasser von Tiger and Dragon auch in Amerika große Beachtung fand, da die Akzeptanz für asiatische opulente Streifen schlagartig in die Höhe schoss. Witzigerweise glaubten die Chinesen selbst nicht an einen Erfolg in Amerika und brauchten 2 Jahre, um den nötigen Mut aufzubringen, den Streifen auch im Westen zu veröffentlichen. Und siehe da, die Leute waren ähnlich begeistert wie bei Tiger and Dragon. Was die Bildgewalt und die Choreografien angeht, steht er seinem Vorreiter auch in nichts nach. Und vor allem die Farbgestaltungen der einzelnen Episoden machen richtig was her. Man möchte für die bis dato teuerste chinesische Produktion ja auch was erwarten. Dass man knapp 18.000 Statisten ans Set karrt, ist aber wahrscheinlich auch nur in Asien möglich. Donnie Yen mischt hier übrigens auch mit. Wer also in den letzten Jahren durch die Ip Man-Reihe oder durch den aktuellen John Wick auf diesen Mann aufmerksam wurde, sollte sich auch diesen Streifen angucken. Mein Platz 3. Hero. Die X-Men waren 2000 schon ein großer Erfolg, doch was Sam Raimi da mit dem ersten Spider-Man schuf, pulverisierte mit über 800 Millionen Dollar Box-Office alles davor Dagewesene. Comic-Verfilmungen waren nun also im Mainstream angekommen und mit dem Wandkrabbler schuf man auch die Blaupause für eine Origin-Geschichte. Tobey Maguire setzte sich im rotblauen Kostüm ein Denkmal unter Comic-Fans und wurde wie Michael Keaton als Batman bis heute nicht vergessen. Spider-Man ist auch neben Batman mein liebster Comicheld, da der gute Peter Parker nicht nur als Verbrechensbekämpfer so seine Probleme hat, sondern auch im Privatleben. Sam Raimi brachte auch genau den Punkt herrlich unterhaltsam, aber auch emotional auf die Leinwand. Zumindest bei den ersten 2 Teilen seiner Trilogie. Danach bekam Sony den Hals nicht voll und quatschte ihm in Teil 3 ordentlich rein. Ich finde den ersten Teil nach wie vor richtig stark, aber auch hier den zweiten Teil noch einen Ticken besser. Ihr könnt mir aber auch gerne mal in die Kommentare hauen, welcher Spider-Man euch am besten gefällt. Maguire, Garfield oder Holland? Mein Platz 2. Spider-Man. Übertreibe es nicht, du bist doch nicht Superman. Matt Damon als knallharter Geheimagent in einer mehrteiligen Reihe konnte sich im Jahre 2002 irgendwie keiner so richtig vorstellen. Seine Rollenwahl beschränkte sich dann doch eher auf Dramen oder reine Thriller, in denen er selbst nicht unbedingt die Fäuste fliegen ließ. Selbst in Der Soldat James Ryan war ausgerechnet er als titelgebende Figur die wahrscheinlich belangloseste im ganzen Film. Nun betrat er also unter den Initialen JB die Leinwand, neben James Bond und Jack Bauer. Und siehe da, der Auftakt zur Bourne-Reihe war richtig stark. Spannender Plot, geile Action und mit Franka Potente hatten wir sogar eine starke deutsche Frau an seiner Seite.
eines nehme ich der Reihe aber bis heute etwas krumm. Denn was unter der Regie von Doug Liman im ersten Teil noch gut funktionierte, wurde später unter Paul Greengrass zu einer wackeligen und zerschnittenen Angelegenheit. Dieses Stilmittel für Kampfsequenzen schauten sich dann doch für meinen Geschmack zu viele Regisseure ab und setzten das Ganze auch noch schlimmer um als der Vorreiter. Siehe Mile 22. Dennoch kann man jeden Teil ruhigen Gewissens gucken und ich schlage vor, mit dem ersten fangt ihr an. Mein Platz 1. Die Bourne-Identität. Im Leichensack liegen. Und damit sind wir auch schon wieder durch mit unserer Liste. Und ich wette, es gibt noch so einige Filme, die euch einfallen werden. Für mich liegt das aber auch an der enormen Schlagzahl an mittelmäßigen Produktionen, die in der Zeit erschienen sind. Und klar hat da jeder so seinen Liebling. Was man allerdings wohl nicht bestreiten kann, ist, dass Jet Li bisher ganz gut abgeliefert hat und somit immer noch unangefochten an der Spitze steht. Aber Jason Statham hat sich ja auch erst jetzt ins Rennen eingeklinkt. Und ich glaube, das könnte noch richtig spannend werden zwischen den beiden. Haut mir dazu auch gerne eure Meinung in die Kommentare. Bleibt gesund und wir sehen uns bei der nächsten Folge der besten Actionfilme der 2000er. Hier bei Ungeschnitten.